3 Jahren Jungfrau gab es, auf jeden Fall gab es erstens eine Debatte über den Bodenverkehr und wurde dann aufgeteilt in Ökologie und eins für nachhaltige Mobilität. Und die Hauptprojekte in den letzten Jahren waren die Mensa, die Uni-Begrünung und politische Bildung natürlich. Und bei der Mensa gab es eigentlich ziemlich viele Entwicklungen. Also es gibt jetzt regelmäßig einen vegetarischen Tag an der Mensa zum Beispiel. In der einen Mensa jedenfalls gibt es dann an diesem Tag kein Fleisch und auch ein bisschen interessantere vegetarische Gerichte als sonst. Und auch wenn es da am Anfang irgendwie einen riesen Aufschrei gab, der aber von einer kleinen Gruppe von Leuten eigentlich schon gemacht wurde, die gesagt haben, was ist mit unserem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, was für mich bedeutet, Fleisch zu essen, ist relativ schnell verpufft und insgesamt ist der Tag eigentlich ganz gut angenommen worden. Wie oft ist das jetzt? Sorry. Der ist jetzt 2 bis 3 Mal im Semester. Und es gab einen Plan letztes Semester, den Antrag zu stellen, dass er wöchentlich sein soll. Da wurde dann aber wieder verworfen. Ich habe das jetzt sozusagen so übernommen als Chaos-Situation und habe mir gedacht, ich belasse es erstmal bei ein paar Mal im Semester und möchte eher darauf hinarbeiten, dass es insgesamt mehr und besseres vegetarisches und veganes Essen gibt in der Mensa. Und mit diesem wöchentlichen vegetarischen Tag kann man vielleicht dann nochmal drauf zurückkommen, wenn sich alle jetzt wirklich daran gewöhnt haben, dass es den gibt. Also dann einfach so schleichend oder öfter mal sozusagen. Ja. Genau. Und und mit der Mensa, also wir haben ein gutes Verhältnis zum Studentenwerk. Studentenwerk, der Mann, der da sich um die Menschen kümmert, ist sehr offen und abgeschlossen und möchte auch gutes Essen anbieten und ist halt trotzdem, also achtet halt sehr auf seine Einnahmen und ist ja auch verständlich, auch sein Job. Und mit dem Stellenwerk sehen wir das Hauptproblem, dass sie auch nicht so viel Geld bekommen von der Landesregierung. Deswegen auch alle Montag demonstrieren gehen. Es geht auch um das gute Essen. also da sind wir noch dran und dann versuchen wir, also ich sage jetzt hier, ich bin ja selber erst seit kurzem dabei und ich bin ja eigentlich das Referat, aber es gibt eine Gruppe in einer Umwelt, in der wir schon kennen können. Die eben dieser Schläge. Und da ist auch ein Projekt, zu versuchen, die Uni dazu zu bringen, Recycling zu benutzen. Das hat bis jetzt überhaupt nicht geklappt. Das Rechenzentrum und die Bibliotheken sträuben sich da total. Werden wir weiter versuchen. Genau. Und ein anderes Projekt, das wir haben, ist, die Uni ein bisschen schöner zu machen. Die ist ja sehr steinig und grau. Vor allem da am dann gibt es jetzt seit letztem Semester solche Badewannen, in denen ein paar Pflanzen stehen, die sind von uns und das sollen wir vor allem dieses Jahr auch erweitern und aufbauen. Was ja mein persönlicher Traum ist, sozusagen, ist, einen richtigen Garten zu gründen, weiß ich aber noch nicht so genau, wie das wird. Und ansonsten bin ich auch dazu da, um Gruppen von Studierenden, aber auch von außerhalb zu unterstützen, also wem außerhalb sozusagen deren Message an die Studierenden zu bringen und von den Studierenden selber, die irgendwelche Ideen haben, denen zu helfen, die umzusetzen. Das heißt, und ich habe, also wir haben ein Budget in der Schule, ich habe da einen Topf von Geld und den kann ich benutzen, um Sachen umzusetzen. Also jeder, der irgendeine tolle Idee hat oder auch nur findet, der, was sie möchte, irgendwie sich einbringen, kann gerne in ein Büro kommen oder mir eine E-Mail schreiben. Und ja, ich kann da echt was machen. Das ist total toll. Ich hatte noch nie in meinem Leben vorher ein Budget für Projekte. Super! genau, was wollte ich noch sagen? Achso, von der politischen Bildungsseite. Es gab auch in den letzten Jahren immer entweder eine Ringvorlesung oder irgendeine andere Veranstaltungsreihe und das finde ich auch. Wieder machen, habe ich aber noch überhaupt nicht entschieden, wie und was. Und
Wenn da irgendjemand Ideen oder Wünsche hat oder Vorschläge, finde ich es auch super. Ich habe da schon irgendwie Ideen, aber genau, so richtig konkret ist es einfach nicht. Also es ist jeder mit den Raum zu mitarbeiten und sich einbringen und so weiter.